Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Ich bin der Palzi, das hier ist Jagged Alliance 2 in der Version 1.13, dem Community Mod. Bild ist 7435, mit dem ich hier spiele. Den habe ich nochmal rausgefischt. Warum überhaupt Jagged Alliance 2? Ja, dieses Jahr kommt der dritte Teil auch raus. Das, was ich bislang gesehen habe, sieht sehr gut aus, könnte für mich das Highlight des Jahres werden. Von daher habe ich gedacht, ich hole den Zweier nochmal raus. Habe dabei festgestellt auf dem alten Rechner, dass ich das letzte Mal vor 7 Jahren gespielt habe. Das Spiel selbst ist ja von 99, aber ich habe es immer mal wieder regelmäßig ausgepackt, um das nochmal anzutesten und um mich und vielleicht auch euch in Stimmung für den dritten Teil zu bringen. Hoffentlich endlich ein würdiger Nachfolger. Dachte ich mir halt, ich packe den zweiten Teil nochmal aus. Die Einstellungen, die ich in der INI gemacht habe, für diejenigen, die es interessiert, zeige ich vielleicht am Ende. Wichtigste ist, Drassen-Counter-Attack ist deaktiviert. Also da habe ich keinen Nerv drauf. Das ist in meinen Augen nur Zeitverschwendung. Man gibt den Sektor auf, säubert dann die umherliegenden und so weiter und holt sich dann den Sektor zurück. Wie gesagt, für mich Zeitverschwendung brauchen wir nicht machen. Bei den Einstellungen hier, ich hoffe, das haut alles hin mit den Lautstärken, sodass das nicht zu extrem ist, gerade die Musik. Bodenbeleuchtung ist aus, das ist schon mal gut. Ansonsten sieht mir das eigentlich brauchbar aus. Krähen deaktiviert, das ist auch gut. Die fliegen halt nur rum bei Leichen und in früheren Versionen oder in frühen Versionen hat das das Spiel gerne mal zum Absturz gebracht und ich habe mir angewöhnt, das einfach zu deaktivieren. Ach nee, stummer Skyrider wollen wir ja nicht. Der kann ruhig reden bei uns. Okay, das sieht gut aus von den Einstellungen. Von daher würde ich sagen, fangen wir ein neues Spiel an. Schwierigkeitsgrad. Nee, Einsteiger bin ich nicht. Profi, alter Hase an sich. Ich würde sagen, ich bin alter Hase. Habe jetzt aber auch 7 Jahre lang nicht mehr gespielt. Bin ich damit noch ein alter Hase? Das ist. Also Profi auf jeden Fall. Da. Machen wir alter Hase. Ein bisschen Herausforderung. Fertigkeiten, die neuen Spielmodus, Sci-Fi realistisch. Ich habe keine Lust auf die Bugs und also nicht die Bugs im Sinne von einem Fehler im Spiel, sondern die Käfer in den Minen. Ist halt ja ein nettes Feature, aber wenn man das irgendwie 2, 3 Mal gespielt hat, dann ist es auch uninteressant. Extra schwer. Speichern jederzeit, anders geht das nicht für ein Let's Play. Neues Zielsystem können wir anmachen. Inventar-Attachments, keine Ahnung mehr, was das bewirkte. Das können wir alles machen. Zusätzliche Waffen, ja. Tote Gegner, ja klar, ich bin Loot Goblin. Auf jeden Fall alles fallen lassen. Hintergrundgeschichte an. Nahrungssystem lasse ich mal aus, weil ich auch nicht mehr weiß, welche Auswirkung das hatte. Maximale Truppengröße setze ich auf 10, dass man zu 10 in einem Squad unterwegs sein kann. Bobby Ray, groß, groß, ist okay. Verbesserte Unterbrechungen, weiß ich nicht mehr, was das war. Inventarzugriff kostet APs, ist an sich logisch und ich stehe auf Logik. Achso, zur Auflösung. Ich fahre hier mit, oh Gott, was sind das? 1028 mal, nee, 1024 mal 768. Rendere das aber hoch. Das wird automatisch passieren. Aber es ist halt 4 zu 3. Anders geht's nicht. Anders habe ich es nicht hinbekommen. Nicht zum Laufen gebracht. Von daher starten wir und eigentlich müsste jetzt ein Intro kommen und ich würde dann meinen Mund halten, gegebenenfalls.
Approaching waypoint, Charlie. Left column, please advise. Left column, please advise. Make a column. Ich wollte eigentlich meinen Mund halten, aber ich muss hier doch kurz was sagen. Immer im Hinterkopf behalten, das Spiel ist von 1999. Ne? Es hat mich sehr gefreut, dass Sie den Auftrag angenommen haben. Sicherlich haben Ihre Erkundungen gezeigt, dass ich, Enrico Schivaldori, die Wahrheit spreche. In den vergangenen 10 Jahren, seitdem Sie meinen Vater umgebracht und mir die Schuld in die Schuhe geschoben haben, hat meine Frau großes Leid über mein Volk gebracht. Ungehorsam wird in Arulco schnell und hart bestraft. Diejenigen, die für Sie vielleicht von Wert sind, werden geschlagen und gefoltert, bis Sie sich anders besinnen. Meine Frau hat sich die Devise des Völkermordes zu eigen gemacht. Alte, kranke, sogar behinderte Babys werden unauffällig ausgemerzt. Jetzt ist die Zeit, sie zu eliminieren. Ich habe das Geld bei mir, das sie haben wollten. Es ist alles, was ich habe. Aber Arulco ist voll von Gold und Silber. Und vielleicht können sie die Minenarbeiter davon überzeugen, uns zu helfen. Es gibt da auch eine kleine, aber entschlossene Truppe von Rebellen. Sie werden angeführt von einem Mann namens Miguel Gordona. Als ich noch in diesem Land regierte, war er mein bitterer Feind. In einer einzigen Nacht hat er sich erwiesen als mein bester Freund. Wenn Sie Miguel finden, geben Sie ihm bitte diesen Brief. Ich glaube, er wird Sie akzeptieren und ein unersetzlicher Verbündeter sein. Ich wünsche Ihnen Glück, mein Freund. Ja, und da wären wir auch auf unserem Laptop. Wir sind also angeheuert worden von einem Mann. Gucken wir jetzt erstmal in den Brief rein, und zwar von Enrico Civaldori. Da habe ich gesagt, wir gucken in die E-Mail, gucken wir rein. Das sind halt die, die wir gelesen haben. Dann gibt es hier einen Aufklärungsbericht, können wir uns gleich angucken. Und hier die Bestätigung des Treffens in Prag. Das ist ja, haben wir ja jetzt eben gesehen. Hier gab es mal einen Aufklärungsbericht über Arulco. Und ich lese das jetzt nicht im Einzelnen vor. Das sind ein paar Seiten, aber ich werde langsam vorscrollen, sodass ihr gegebenenfalls stoppen könnt und euch das dann gegebenenfalls durchlesen könnt. Wichtig ist halt, Hauptstadt ist Meduna. Es gibt 2 Flughäfen in Meduna und Drassen. Diktatorin ist Deidrana Reitmann, das ist die Frau von Enrico Civaldori. Und ansonsten, ja, reich an Erzverkommen, 6 Gold- und Silberminen. Hier der Vater von Enrico, Andreas Civaldori, den er angeblich umgebracht haben soll. Gibt
keine Wahlen mehr. Der Drenner ist Herrscherin auf Lebenszeit, aber das sollen wir ja ändern. So, dann hatten wir dann noch eine E-Mail und zwar von Psycho Pro Inc. Das ist das Bundesinstitut für Söldnerevaluierung, BSE. Ja, Spiel von 1999. Vielleicht kennt der ein oder andere das Kürzel BSE noch unter einem etwas einen anderen Hintergrund, und wir können hier mit diesem Aktivierungscode XEP624 unseren eigenen Alter Ego erstellen, und das wollen wir auch mal machen. Wir haben jetzt hier schon ein paar Links, Enzyklopädie, naja, nee, gucke ich mir nicht an, Geschichte, auch AIM, da werden wir gleich weitere Söldner anheuern, aber wir werden jetzt als erstes unseren Söldner erstellen. Aktivierungscode ist XEP624. Und dann fangen wir auch mal an. Der Name. Ja, Alter Ego. Das war mein erster Charakter in einem MMORPG. Und daher kommt auch mein Spitzname, Palzi. Spitznamen gibt man sich nicht, die bekommt man. Ne? So, männlich. Und damit wären wir da fertig. Als erstes das Aussehen. Oh, hier haben sie zwei weitere Bilder hinzugefügt, aber die sehen auch nicht so aus wie ich. Hier sieht überhaupt niemand aus wie ich. Das ist ja ein Skandal. So könnte ich aussehen, ach, nehmen wir den, so könnte ich aussehen, wenn ich noch ein paar Jährchen jünger wäre. Für sie ist die Eieruhr abgelaufen. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Zeit, den Müll rauszubringen. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Für die ist die Eieruhr abgelaufen. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten. Ach, nehmen wir die Stimme. Oder gab's da... Ah, jetzt müssen wir nochmal anfangen. Na gut, hier waren wir ja. Für die ist die Eier. It's showtime. Oh, das sind Englische. Das hörte sich Russisch an. Für die ist die Eieruhr. Hier gibt es ein. Dann nehmen wir das mit den Unannehmlichkeiten. So. Die Hosenfarbe schwarz passt. Das ist okay. Hautfarbe. Hätte ich gerne etwas heller. Dann nehmen wir das da mal. Habe eigentlich sehr helle Haut. Haarfarbe. Ja, inzwischen habe ich ja doch ziemlich graues Haar. Dann nehmen wir das. Und bei der Hemdfarbe, meine bevorzugte Farbe ist eigentlich schwarz bei T-Shirts. Aber will ich wirklich ganz in schwarz rumrennen? Ach, warum eigentlich nicht? Dann machen wir das hier zu unserem Alter Ego. Normale Statur, kräftige, nee, normale Statur. Bitte. So, dann Charakter. Die Charakteranalyse ist der nächste Schritt bei der Erstellung. Ihr könnt es selber lesen. Das ist mir ein bisschen viel gelesen. Ich lese jetzt. Charakterzüge. Neutral. Neutral, ja, könnte sein. Ich bin eigentlich ein relativ umgänglicher Mensch. Einzelgänger, ja, bisweilen auch, aber umgänglich trifft es eher. Optimistisch, nee, ich bin Realist. Selbstsicher. Ja, lernbegeistert auf jeden Fall. Primitiv bin ich nicht. Aggressiv auch nicht. Phlegmatisch. Bis zu einem gewissen Grad. Tollkühn auf keinen Fall. Pazifistisch. Ja, dann würde ich wahrscheinlich solche Spiele nicht spielen. Sadistisch bin ich nicht. Machohaft auch nicht. Phlegmatisch könnte passen, aber halt auch nur bedingt. Er hält aber selten, also ihr seht da Nachteil, er hält seltener Unterbrechungen im Kampf. Ist ziemlich nervig. Umgänglich hatten wir gesagt, würde noch passen. Lernbegeistert.
Unterdrückungs- und andere machen wir uns umgänglich. Ich glaube, das ist recht schön. Er hält, ist leistungsfähiger, wenn andere Söldner in der Nähe sind. Und er hält keinen Moralzuwachs, wenn niemand in der Nähe ist. Dann nehmen wir das. Oder nehmen wir doch phlegmatisch. Er hält, na, es kann gefährlich sein hier im Spiel mit den seltenen Unterbrechungen. Wir nehmen das mal so. Dann meine größte Schwäche. Ich habe Schwächen, definitiv. Aber ein Psychopath bin ich nicht. Schwerhörig bin ich auch nicht. Kurzsichtig bin ich nicht. Vergesslich bin ich nicht. Vor Insekten habe ich keine Angst. Ich kann schwimmen. Klaustrophobisch. Bis zu einem gewissen Grad könnte das passen. Nervös bin ich nicht. Hitzeempfindlich. Große Hitze kann ich auch nicht leiden. Aber das Problem ist hier, dass gerade der Süden von Arolco doch sehr warm ist. Von daher denke ich mal, schlechtere Leistung unter Tage. Ich glaube, so viel Untertagesektoren gab es auch nicht. Oder nehmen wir... Aber eigentlich bin ich eher hitzeempfindlicher. Aber man kann halt sagen, dass praktisch das... Also mindestens das untere Drittel, wenn nicht gar die Hälfte, tropisch bzw. Wüstensektoren sind. Ach kommt, wir nehmen hitzeempfindlich. Das passt auf jeden Fall mehr als klaustrophobisch. Auch wenn ich vollbesetzte U-Bahnen hasse wie die Pest. So, ich sehe ja durchschnittlich aus. Also da ändern wir gar nichts. Und Aussehen ist auch nicht wichtig für mich. Ich habe relativ gutes Benehmen. Und das ist auch zu einem gewissen Grad wichtig für mich. Ich bin natürlich kein Amerikaner, sondern ein Deutscher. Ja, ich hasse aber niemanden. Ich bin auch kein Rassist und ich bin auch kein Sexist. Das hätten wir schon mal. Aber ihr seht hier schon, das ist halt wunderbares Denglisch inzwischen, obwohl ich die deutsche Version installiert habe. So, dann zur Persönlichkeit. Spezialisierungen. Was passt denn da? Automatische Waffen nicht, Granaten nicht, Scharfschützen nicht, Jagd nicht, Pistolen nicht, Faustkampf nicht. Teamführung, ja, das passt aufgrund meines beruflichen Werdegangs. Feinmechaniker auch. Ich habe eine relativ hohe Affinität zur Technik, kann auch relativ gut basteln. Schlösser öffnen natürlich nicht, wobei das da gerade, weil ich das da gerade sehe, aber mit Elektronik und Feinmechanik komme ich eigentlich ganz gut klar. Erste Hilfe. Letztes Mal, dass ich Erste Hilfe machen musste, war zur Führerscheinprüfung. Verdeckte Operationen auch nicht. Also ich denke, da können wir jeweils einen reinsetzen. Und dann hier, beidhändig bin ich nicht. Bewaffneter Nahkampf, Wurfwaffen, Nachteinsätze. Ich kann nachts zwar gut sehen, aber Nachteinsätze. Kraftwortspende ausbilden. Ja, bei den Seminaren, die ich immer geben muss, da... Das ist wahrscheinlich für Milizen. Ne? Dann nehmen wir uns das noch. So, IMP-Background. Arms-Dealer. Law Enforcement Prison Guard Gang. Das passt alles nicht. Nein. Instructor würde passen, aber es ist hier paramilitärisch.
Aber Instructor könnte man zumindest mal im Hintergrund, im Hinterkopf behalten. Am Auto rumbasteln. Nee, eigentlich eher nicht. Schmied überlege ich, kann ich bis zu einem gewissen Grad, habe ich von meinem Vater gelernt. Techwisse. Jein. Frisch aus der Schule raus bin ich auch nicht. Dieb nicht. Was ist denn BDU? Bomb Disposal Unit? Nee, auf keinen Fall. So, dann muss ich mal vorne. Jetzt hat sich nämlich die Anordnung irgendwie geändert. Was hatten wir? Instructor war das eine. Würde den Leadership Stat nochmal betreffen. Und das andere, Techwiz hatten wir noch. Dann nehmen wir das. Das finde ich passt am ehesten. Oder doch der Instructor. Just like Boy Scouts, but with violence. Not so not like Boy Scouts at all. Nee, dann nehmen wir hier den Techwiz. Das haut halbwegs hin. Personenevaluierungssystem mit Treffergarantie. Pest. So, dann die Eigenschaften. So, wenn ich mich... Gesundheit würde ich sagen durchschnittlich. Geschicklichkeit bin relativ geschickt, sagen wir mal 60. Beweglichkeit, ne? Kraft. Na komm schon, kleiner Durchschnittstyp. Weisheit. Das können wir auf jeden Fall hochsetzen. Ich bin ein smartes Kerlchen. Führungsqualität, ach, können wir gar nicht weiter runter. Das ist durch die Dinge, die wir bislang gewählt haben, schon so. Treffsicherheit. Ja, Sprengstoffe, Medizin, Technik. Da hätten wir aber jede Menge Punkte noch über. So, außerdem weiß ich, in diesem Spiel wichtig ist auf jeden Fall Gesundheit. Denn wir werden getroffen werden. So, Führungsqualität 60 ist okay für mich. Beweglichkeit, also das, vorher waren halt die Stats, mit denen ich gesagt hätte, Technik vielleicht noch ein Stück höher, irgendwie auf 60 oder so. Das würde mich widerspiegeln, aber ich will natürlich die Bonuspunkte noch nutzen und halt schon zusehen, dass wir halbwegs gescheite Werte bekommen. Das heißt, die Strength setzen wir hoch, die Kraft braucht man zum Tragen von Gegenständen und dann sind wir ja auch schon fast durch, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, es passt hier irgendwas nicht, denn ich habe mal eine Kalkulation vorher gemacht, da hatte ich noch ein paar mehr Punkte. Geschicklichkeit 50, achso, Geschicklichkeit habe ich da nur auf 50 gesetzt, richtig. 50, denn die Geschicklichkeit steigt sowieso relativ flott, wenn man viel repariert und da wir einen Techniker-Skill haben, sollte das halbwegs passen. Sprengstoffe, Technik, Medizin werde ich nicht verändern, die lasse ich genau so. Das heißt, wir können die restlichen 15 Punkte jetzt... Ups, nein. Die restlichen 15 Punkte jetzt noch in die Treffsicherheit setzen, damit wir auch zumindest ein Scheunentor treffen. Und dann sollte das halbwegs okay sein fürs Spiel.
Fertig. Fertig kostet uns 3000 von den 30.000 Dollar, den wir auf diesem Schwierigkeitsgrad haben. Und damit haben wir jetzt eine neue E-Mail bekommen vom Psycho. In der Vanilla-Version des Spiels musste man da irgendwie 2 Tage oder so drauf warten, bis da was gekommen ist an Feedback. Werde das auch wieder nicht vorlesen, vielleicht die Kirschen rauspicken, ansonsten könnt ihr hier in Ruhe lesen. Berufsauffassung. Umgänglich, das haben wir ja gewählt. Das in der Vanilla-Version gab es da, ich glaube, 16 Fragen als Katalog und daraus haben sich dann die ganzen Eigenschaften, die wir jetzt gerade gewählt haben, automatisch ergeben. So. Training empfohlen, Treffsicherheit, Medizin, Technik, Sprengstoffe. Wir sind, haben Spezialtraining als Zugführer, Ingenieur und im Unterricht. Körperlich, Gesundheit, Stärke, Beweglichkeit, Weisheit sind sehr gut. Sie träumen davon, ein Model, ein Centerfold oder der Hausfreund einer Hollywood-Milliardärin zu sein. Ja, eine Hollywood-Milliardärin hätte ich gerne. Nicht weiter sagen. Gesundes Selbstbewusstsein, mehr Angst vor dem TP als vor dem Tod. Ja, gut, das wäre das. Und dann kommen wir als nächstes jetzt auch schon. Also jetzt können wir uns das hier erstmal angucken. Das ist jetzt der Palzi, Gruppenführer. Mechaniker, Ausbilder, Anstellung, ja, da ist jetzt halt noch nichts, Inventar. Wir kommen mit dem Headset, das ist schön, LBE-Trageweste haben wir. Werkzeug ist auch sehr wertvoll am Anfang, ein Bierchen, ja. Der Brief von Enrico, den wir an Miguel liefern sollen, Miguel Cordona, den Anführer der Rebellen. Schlosser-Set haben wir dabei, ja. Kommen sogar mit 2 Brillen. Gut. Müssen dann aber als nächstes zu AIM. AIM ist Association of International Mercenaries, das heißt eine Söldnervereinigung. Als erstes gehen wir mal in die Links, denn da gibt es noch weitere Websites, die man dann hier im Laufe des Spiels ansteuern können. McGilties Bestattungen, hier gibt es auch noch Blumen. Haben jetzt den Bestatter, den Floristen und last not least den Versicherer. Stellen jetzt aber, achso, die Geschichte von AIM, soll ich sie zeigen? Nein, machen wir nicht. Ich glaube, das ist Zeitverschwendung. Die Leute, die das hier gucken, werden das eh alles kennen und Vorschriften und Richtlinien. Ich klicke langsam durch. Wer es lesen möchte. Das war das. Und dann auch noch die Geschichte für diejenigen, die es interessiert. Das sind halt Referenzen zu Jagged Alliance 1. Dann die Mitglieder. Vielleicht müssen wir es auch noch hier die AIM-Veteranen-Galerie noch angucken. Das sind halt Leute aus dem ersten Teil. Auf Speck werden wir auf jeden Fall noch treffen im Laufe dieses Let's Plays. Biff ist rekrutierbar, das weiß ich. Hamus kann man begegnen.
Ach, hier sind Personalakten, da können wir mal zurück. Gehen jetzt in den Söldner Kurzindex, um uns Söldner anzusehen, die wir anheuern können. Das sind nicht nur die Söldner des Vanilla Games, sondern auch die der Erweiterung Unfinished Business, sowie jetzt durch die Community-Mod auch Leute aus dem ersten Teil, glaube ich, die auch keine deutsche Synchronisierung haben. Also wenn man hier zum Beispiel guckt, Grace ist aus dem Grace Girelli hier. Unfinished Business, die hat eine deutsche Sprachsynchronisierung, aber Hector könnte, nee, Mitch auf jeden Fall, das weiß ich noch, der wird keine deutsche haben. Go with the best. Genau. Dr. Mitch Shudlam. Receipts. Ja. Ja, wie wir das Team dann aber zusammenstellen, das dann erst beim nächsten Mal. Wir haben halt dafür 27.000 Dollar. Müssen halt gucken, dass wir ein bisschen was an Variabilität reinbekommen. Ich werde dann halt sagen, wie ich meine Teams gerne zusammenstelle. Aber das dann ein andern Mal. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Palzi.